Schulkinder. Heute backen wir einen Osterzopf. Mandeln und Marzipan, Mehl und Cranberries, Hefe, Eier, Milch, Zucker und Butter. Als nächstes werden die Milch mit dem Zucker und der Hefe angerührt. Und jetzt mischen wir alle übrigen Zutaten außer den Füllungen. Dann verkneten wir das Ganze 10 Minuten lang entweder mit den Händen oder mit dem Mixer. Jetzt den Teig in 3 gleiche Teile teilen und jedes Teil mit einem der übrig gebliebenen Zutaten zusammenkneten. Und zum Schluss wird geflochten. Wenn der Teig geflochten ist, dann wird er auf ein Backblech gelegt und muss sich nochmal ganz deutlich vergrößern. Und dann geht's ab in den Ofen bei 375 Grad Fahrenheit, 25 Minuten backen. Zuletzt den Zopf mit dem restlichen Eigelb einstreichen und dann ab in den Ofen.